Ja, dann herzlich willkommen zur heutigen Coffee Lecture zum Thema Embodiment-Effekte für Motivation und Stimmung. Ich freue mich, dass Sie alle da sind und hoffe, dass Sie für sich selber ein paar kleine Ideen mitnehmen können, was Sie so tun können, um ja vielleicht das eine oder andere kleine Tief mal auszubügeln oder sich an Themen ranzuwagen, an die Sie sich sonst nicht so leicht rantrauen. Ich starte mal hier mit so einem kleinen Comic. Da steht der Charlie Brown und sagt, so stehe ich, wenn ich deprimiert bin. Kopf nach unten. Wenn du deprimiert bist, sagt er, ist es ganz ungeheuer wichtig, eine ganz bestimmte Haltung einzunehmen. Und das Verkehrteste, was du tun kannst, ist aufrecht und mit erhobenem Kopf dazustehen, weil dann fühlst du dich ja besser. Und das will man ja vielleicht gar nicht. Ne? Also, wenn du was von deiner Niedergeschlagenheit haben willst, dann musst du so dastehen. Das zeigt, finde ich, sehr schön, wie eng Psyche und Körper miteinander verbunden sind und wie gut die auch zusammenarbeiten. Zeigt aber auch, dass ich den Körper nutzen kann, use your body, um bestimmte Veränderungen bei mir hervorzurufen. Wenn man die Grundlagen vom Embodiment kommt, ist es so, alle psychischen Prozesse, die bei uns ablaufen, sind in den Körper eingebettet. Das geht gar nicht anders, weil der Körper ist sozusagen ja das Fundament auch der Psyche. Darin findet das statt. Also Psyche und Körper sind untrennbar miteinander verbunden und Stimmungen und Emotionen haben deswegen auch immer eine körperliche Komponente. Das geht gar nicht ohne den Körper. Auch so Bauchkrummeln oder Freude, das merken wir richtig körperlich. Das heißt, es gibt auch eine Wechselwirkung zwischen körperlichem und psychischem Geschehen. Die wirken permanent aufeinander ein. Also das, was mein Körper macht, kriegt meine Psyche mit. Was mit meiner Psyche ist, das spiegelt sich im Körper wieder. Und wenn ich ganz bewusst zum Beispiel Haltungen einnehme oder mit Bewegungen Veränderung in meinen Körper bringe, dann kann das auch wiederum psychische Zustände verändern. Und das ist etwas, was man eben sehr, sehr schön nutzen kann. Sie kennen wahrscheinlich alle dieses Beispiel mit dem Bleistift im Mund, ne? Also wie man den reinsteckt, auf jeden Fall wichtig ist, man macht ein Grinsegesicht und dadurch wird dem Gehirn signalisiert, oh, es grinst, es ist anscheinend alles in Ordnung und die entsprechende Emotion wird dazu erzeugt. Diese körperlichen Veränderungen kann ich ganz aktiv nutzen für mein eigenes Selbstmanagement. Also dann, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas läuft nicht so, wie ich es gerne hätte, ich habe da jetzt gerade so eine Schwierigkeit, an was ranzugehen oder ich fühle mich gerade irgendwie ein bisschen niedergeschlagen. Über diese Veränderungen im Körper kann ich eine Veränderung in der Psyche auch erreichen. Der Vorteil ist, dass ich den Körper sehr einfach verändern kann. Ich kann mich sehr einfach bewusst groß machen und hinstellen, die Schultern zurücknehmen. Ich sehe schon, Sie machen das hier mit, ne? Kann man ganz einfach machen. Ich kann ganz einfach darauf achten, dass ich meinen Kopf ein bisschen höher nehme und nicht so dastehe. Also, so einfach könnte ich das mit der Psyche nicht machen, so eine Veränderung hinzukriegen, aber mit dem Körper schon. Der Körper meldet das rück und die Psyche reagiert darauf. Ich habe es hier nochmal in so eine Abbildung gebracht. Ich habe meine Mimik, meine Gestik, eine bestimmte Körperhaltung und auch Bewegungen, die ich einsetze. Die zeigen zum einen, in welcher Stimmung und Gefühlslage ich bin. Die beeinflussen motivationale Prozesse, Einstellungen und Bewertungen, die ich Themen gegenüber habe. Aber andersrum, natürlich beeinflussen die Stimmung, Einstellungen und dergleichen auch wieder meinen Körper und das, wie ich was nach außen trage über Mimik, Gestik, Körperhaltung und Bewegung. Man kann also sagen, der Körper ist der Spiegel der Seele, aber die Psyche ist auch der Spiegel des Körpers. Also es geht in beide Richtungen und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist sozusagen die Grundannahme beim Embodiment. Ich möchte auch noch ein paar Forschungsergebnisse präsentieren, weil ich es einfach so toll finde, was man schon alles rausgefunden hat zu dem Thema. Witzig oder nicht, wie finde ich denn eigentlich Cartoons, Comics? Wenn ich den Stift zwischen den Lippen habe, am besten so, dass ich ihn nicht mit den Lippen berühre, sondern nur mit, also ich muss ihn zwischen den Zähnen haben, so rum, und nicht zwischen den Lippen, dann werden meine Lachenmuskeln aktiviert und ich finde tatsächlich Cartoons tendenziell witziger, als wenn ich das nicht machen würde. Einstellungen kann ich beeinflussen, hat man toll geforscht. Probanden haben Kopfhörer aufbekommen, sollten die Ergonomie testen, durch Nicken oder durch Kopfschütteln, also eine Bewegung. Ne? Dann hat man sie gefragt, hat man ihnen einen Text zu lesen gegeben zum Thema Studiengebühren und hat dann geguckt,
Wie finden die denn Studiengebühren? Sind die für eine Erniedrigung, sind die für eine Steigerung und dergleichen? Ja, und die, die genickt haben, waren irgendwie dafür, dass man Studiengebühren auch steigern kann. Ich finde das eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ne? Während die, die den Kopf geschüttelt haben, nein, nein, bloß nicht. Lieber so lassen, wie es ist oder senken. Genau. Annäherung ist ja so ein Thema, was man auch gerade als Student, als Studentin öfters hat. Oh, setze ich mich jetzt an die Hausarbeit oder mache ich das eher nicht? Ne? Ich kann mich etwas annähern, indem ich so ein bisschen hier diesen Beugemuskel hier anspanne. Da ist so eine ganz einfache Übung, Hände unter den Tisch zu legen und man merkt, ah, der Beugemuskel ist angespannt. Und das bewirkt eine Annäherung. Man beurteilt zum Beispiel chinesische Schriftzeichen sehr viel positiver, wenn man das gemacht hat. Und man beurteilt sie negativer, wenn man eine vermeidende, abwehrende Haltung einnimmt, die Hand also auf den Tisch legt und wegdrückt. Also, das sind kleine Forschungsergebnisse, die aber doch ganz schön, finde ich, zeigen, wie diese Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche funktioniert. Use Your Body ist ja auch so mein Thema. Wie kann ich das tatsächlich jetzt auch einsetzen im Selbstmanagement dafür, dass es mir Dinge einfacher mache und erleichter? Das kennen Sie alle. Manchmal fällt es unglaublich schwer, sich an irgendwas dran zu setzen. Ich muss diese Hausarbeit schreiben, oh, 15 Seiten und ich habe noch gar nichts. Wie finde ich denn den Anfang? Die Klausur, und sie ist ja schon bald, aber so bald doch noch nicht. Der Druck ist noch nicht so groß. Oh, ich könnte ja was anderes machen. Ich muss noch die Literatur fürs Seminar bearbeiten und ich habe keine Lust. Das sind, glaube ich, Zustände, die wahrscheinlich jeder Student mehr oder weniger gut kennt. Oder Studentin. Und deswegen sage ich, nutzen Sie Ihren Körper. Also nutzen Sie Embodiment-Übungen, um tatsächlich in einen anderen Zustand zu kommen, der positiver ist und ja, mit dem es Ihnen leichter fällt, sich den Themen anzunähern. Das geht ganz einfach mit den schon beschriebenen Forschungsergebnissen. Handfläche unter den Tisch, Stift zwischen die Zähne und nicken. Also das wäre die eine Sache, das Sie machen können. Aber viel besser ist es noch, wenn man ein individuelles, eigenes Embodiment-Programm entwickelt. Also guckt, was tut mir gut, was ist für mich ein guter Zustand, was ist für mich eine gute Haltung. Und da gibt es so einen Satz, den greife ich mal auf aus der Literatur, der sagt, ich habe einen Plan, nutze meine Ressourcen und stelle mich mit meinem ganzen Körper darauf ein. Wie macht man das? Wie kriegt man das hin? Klar, ich brauche erstmal einen Plan, ich muss eine Idee davon haben, was möchte ich denn überhaupt machen? Wo mache ich das? Wann mache ich das? Gehe ich in die Bibliothek? Sitze ich zu Hause am Schreibtisch? Gehe ich vielleicht auch ins Café, um zu lernen? Oder treffe ich mich mit Freunden? Egal, Hauptsache ich habe eine gute Idee davon, wann, wo und wie ich etwas machen möchte. Und dazu entwickle ich dann ein realitätsnahes Vorstellungsbild. Also wirklich, ich gehe in Gedanken in diese Situation rein und schaue immer wieder, wie kann ich das machen, wie wird das sein, wo werde ich sein, was werde ich konkreter tun. Und vielleicht fällt Ihnen dazu auch ein Motto oder ein Satz ein, der das Ganze positiv unterstützt. Jetzt gehe ich ran, jetzt mache ich das oder jetzt lege ich los. Sowas in diese Richtung. Also so ein Motto, der das Ganze noch ein bisschen so auf der Kopfebene kognitiv unterstützt, das kann auch nicht schaden. Dann hat man natürlich unglaublich viele Ressourcen. Also wenn Sie hier an der Uni studieren und müssen eine Hausarbeit schreiben, ja, dann gehe ich davon aus, dass Sie schon auch gute Schreibkompetenzen mitbringen. Also zumindest, sonst würden Sie sich vielleicht nicht gerade für den Studiengang entscheiden, wo man ja, viele Hausarbeiten schreiben muss. Ne? Oder Sie haben sich für ein Studienfach entschieden, weil Sie sagen, ja, da sehe ich mein Interesse drin, das kann ich ganz gut. Ne? Also da liegt schon ganz, ganz viel verborgen. Diese Ressourcen einfach sich nochmal klar zu machen, kann ganz, ganz viel bringen. Zu gucken, was fällt mir leicht, welche Fähigkeiten habe ich, aber auch, wer oder was kann mich unterstützen? Also nochmal ein nettes Telefonat vorher führen oder den Lieblingstee bereitstellen fürs Lernen. All solche Sachen. Und mal zu überlegen in der Vergangenheit, was waren denn Situationen, in denen das, was ich jetzt machen will, schon gut geklappt hat. Und nochmal versuchen, gedanklich in diese Situation reinzugehen und das Gefühl von, es klappt gut, wie fühlt sich das denn körperlich an, nochmal sich zu holen. Genau. Und der dritte Schritt ist dann irgendwie das Embodiment. Ich erzeuge eine Körperhaltung, die der gewünschten inneren Haltung entspricht. Also wenn Sie an etwas rangehen wollen, sich für etwas motivieren wollen, dann gucken Sie nach einer Körperhaltung, die das Ganze unterstützt, mit der Sie sich so ein bisschen da ja, annähern können und nicht,
auf Distanz gehen. Das ist sozusagen der große Unterschied. Und entwickeln Sie dazu eine Mimik, eine Gestik, eine Haltung körperlich, die das Ganze unterstützt. Verkörpern Sie sozusagen Ihren Zielzustand. Wo wollen Sie hin? Und gehen Sie in diesen Zielzustand auch körperlich schon rein. Kleine Zusammenfassung und vielleicht noch ein kleines Fazit. Körperhaltung kann ich ganz einfach, ganz schnell, bewusst verändern. Das kann ich mit Stimmungen, das kann ich mit Gefühlen nicht so einfach machen. Die Körperhaltung kann ich meinem Bedürfnis, ich möchte jetzt lernen, aber es fällt mir noch so schwer, gut anpassen. Die körperliche Veränderung bewirkt dann auch eine psychische Veränderung. Das geht nicht innerhalb von Sekunden, da braucht schon einen Moment dafür. Und es ist auch gut, das ein bisschen zu üben. Aber wenn ich das eben häufig mache und es wirklich gezielt einsetze für mein Selbstmanagement, dann übe ich das ja. Hier kommt auch nochmal das Üben als Extrapunkt. Übung macht einfach den Meister. Auch hier ist es so, neuronale Veränderungen im Gehirn, die gehen nicht schnipp und sind da, sondern die brauchen Zeit und die entstehen dann, wenn sie häufig abgerufen werden. Also immer dann, wenn man häufig in diesen Zustand geht, den man erreichen möchte, dann werden diese neuronalen Verbindungen aufgebaut und die lassen sich natürlich dann auch schneller wieder abrufen, sodass man davon profitieren kann. In der Literatur gibt es viele kleine, gut umsetzbare Tipps. Ich habe mal zwei Bücher mitgebracht. Die sind von der Claudia Müller-Groß, das ist eine Ärztin, Medizinerin, die darüber schreibt, was man so an Kleinigkeiten machen kann. Soforthilfe bei Herzklopfen, Angst und Panik, Soforthilfe bei Schwarzsehen, Selbstweichen, Pech und Pannen. Da sind viele nette Kleinigkeiten drin, die man nutzen kann. Und es gibt auch eine App fürs Handy, für die, die es gerne auf dem Handy haben. Da kann man dann eingeben, ich bin unterwegs und brauche gerade was für, ich bin so wütend und will diese Wut wegkriegen. Und dann gibt die ihm ein paar Tipps, was sie machen können unterwegs, um die Wut loszukriegen. Zum Beispiel. Das finde ich sehr, sehr nett. Genau. Was aber ganz, ganz wichtig ist, und das muss man immer beachten, es gibt kein allgemeingültiges Konzept. Man liest manchmal von Power-Posing und was weiß ich was. Davon rate ich ab, zur Stand zu nehmen. Denn es ist kulturell zum Beispiel unterschiedlich. Das, was in einer Kultur gut funktioniert, funktioniert in einer anderen Kultur nicht. Ich hatte mal in der Beratung, ging es um, wie kann ich mich vorbereiten auf, dass ich mich jetzt hinsetze, zum Lernen zum Beispiel, in eine gute Stimmung bringen. Vielen hilft es, gute Musik zu hören, die so ein bisschen gute Stimmung erzeugt und vielleicht dazu auch ein bisschen zu tanzen. Tanzen für Männer in dieser Kultur war aber ein absolutes No-Go. Damit werden sie nicht weiterkommen, das funktioniert einfach nicht. Und das ist aber nicht nur kulturell unterschiedlich, sondern natürlich auch von Mensch zu Mensch. Und es ist ganz wichtig, dass man für sich etwas findet, eine Haltung, eine Bewegung, die das für einen selber wirklich ausdrückt, sodass man diese Verbindung zwischen Körper und Psyche wirklich hat und es nichts ist, was nur irgendwie, ja, keine Ahnung, mal irgendwo gestanden hat. Also immer darauf achten, es ist ein individuelles Embodiment, was Sie brauchen, wenn Sie es richtig gut nutzen wollen. Wenn Sie noch Fragen dazu haben, dann dürfen Sie gerne in unsere persönliche Beratung im Studiencoaching kommen. Sie finden uns in der Karl-Glöckner-Straße. Adresse steht auf der nächsten Seite. Die Beratung bei uns ist kostenlos und vertraulich. Wunschtermine gibt es über StudIP. Und wer Lust und Interesse hat, sich ein bisschen mit der Literatur auseinanderzusetzen, der findet hier noch ein paar Informationen und auch unsere Kontaktdaten. Vielen Dank!